Warum ich eine kleine Gedankenpause gebraucht habe, liegt unter anderem an der Konkurrenz. Hallo Freunde, es will alles, hier ist Arnulf, das Schandmaul auf Kavau TV. Und ja, es liegt nicht nur an Twitch, an meiner Gesundheit, an meinen Reisen und an dem CD-Produzieren und Live-Auftritten und Ähnlichem und natürlich Familie und allem, was dazugehört, was mein Leben im Moment sehr bestimmt, sondern unter anderem auch liegt es daran, dass ich eine gewisse Neuorientierung vornehmen möchte. Und zwar insofern, dass ich etliche Dinge hier nicht mehr in einer gewissen Form bringen möchte, die andere einfach besser machen. Und ja, da spreche ich hauptsächlich jetzt von deutschsprachigen Kanälen und davon hauptsächlich von Captorga. Wer Captorga noch nicht kennt, sollte unbedingt Captorga anschauen. Wahrscheinlich werden die meisten Leute, die hier sich wohlfühlen, Captorga auch gerne auch abonnieren, weil die sind halt einfach von der Professionalität und von dem Wissen her, weil einfach Archäologen, Historiker, keine Ahnung, auf jeden Fall, die haben studiert, was sie von sich geben und arbeiten in der Branche und sind im Reenactment auf einem Level, auf dem ich nie sein werde. Also sage ich einfach mal, ja, Captorga ist die bessere Wahl, wer sich jetzt für Reenactment und Ähnliches interessiert. Für alle anderen, die also eher diesen legeren Umgang mit dem Hobby, den ich pflege, gut zurechtkommen, die mögen doch gerne hier bleiben und könnt auch unten in den Kommentaren schreiben, was ihr euch alles auf diesem Kanal noch wünscht. Ich habe vor einige, ihr habt ja vielleicht auch schon bemerkt, die Bierverkostungen wurden ausgelagert. Die fanden auf Twitch statt, weil es live einfach sehr viel angenehmer ist. 24 Tage live Bierchen verkosten ist was anderes, als zu schauen, dass man das Ganze noch schneiden muss und es muss jeden Tag online sein und du hast irgendwie... ich wollte es euch nicht antun wie im letzten Jahr, wo ich es nicht mehr geschafft habe, 48 Videos in 24 Tagen zu produzieren. Geht nicht mehr. Also mit Twitch noch daneben, 48 Videos in 24 Tagen, das war... schön die 2 Jahre, die es geklappt hat oder so, wie es jetzt war, aber nein, mehr geht nicht. Also das habe ich jetzt schon also sozusagen ausgesourced, ja, und ja, ich möchte weiterhin natürlich hier auch mal ein Kochvideo bieten, Instrumentenvorstellungen bieten. Das macht ja Captorga mal nicht in der Form, wie ich es hier mache. Und aber die meisten wirklich historischen Themen, da bin ich wohl nicht in der Lage, die zu toppen. Und wenn man das schon weiß, warum sollte man es probieren? Jeder, der sich dafür interessiert, kann ja beide Kanäle gucken. Also ganz ehrlich, also ich gucke selbst Captorga. Ich habe die abonniert, weil die einfach scheiße geil sind. Ich werde aber natürlich weiterhin gucken, dass ihr versorgt werdet. Ich habe jetzt eine ziemlich lange Pause gemacht, tut mir leid. Aber die meisten Leute, die mich jetzt schon jahrelang verfolgen, kennen meine längeren Pausen. Die habe ich normalerweise immer nach dem Dezember. Da habe ich immer im Januar kommt fast nie ein Video. Also ich brauche die Zeit einfach immer wieder für mich. Ich kündige es halt leider nicht vorher an. Man sollte vorher wissen, dass man nachher keine Power hat, um irgendwas zu produzieren. Und nach ein paar Jahren sollte ich soweit sein, das schon vorher zu wissen. Aber... ich bin eigentlich immer noch guten Mutes und denke mir, das mache ich noch und dann kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, ja. Es ist halt dieser Kanal rein ein Hobbykanal von mir und ja, auf einem Hobbykanal Professionalität einfordern, kann man machen, nutzt nur nichts. Ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem noch und bleibt hier. Ansonsten, ja, wer also von dannen ziehen will, darf das natürlich tun. Für alle neuen Abonnenten, es kommen hier jetzt künftig auch einmal im Monat kleine musikalische Beiträge, die aber immer erst ein paar Tage, nachdem ich sie online stelle, für die Öffentlichkeit released werden, weil ich das als Goodie für meine Patreons haben, dass die einen früheren Zugang für Musikvideos haben. Ich habe es jetzt nicht auf alle Videos gemacht, ich sage mal einfach Musikvideos, einfach weil die meisten Leute, die mich über Patreon unterstützen, doch eher an der Musik interessiert sind. Patreon ist halt auch die Plattform, da geht es dann
drum, Live-Auftritte oder Musik online stellen und so. Also in diesem Sinne, wie gesagt, da kommt noch ein detaillierteres Video dazu, was Patreon eigentlich für einen Sinn haben soll bei mir, ja. Also es geht mir hauptsächlich eben darum, Kosten zu decken und nicht reich zu werden. Reich wird man von dem ganzen Zeug da sowieso nicht. Aber ich danke auf jeden Fall allen Leuten da draußen für euren Support. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut, abonniert habt und mich immer noch nicht aufgegeben habt, obwohl ich euch immer wieder längere Zeit sozusagen warten lasse. Glücklicherweise, gerade die Neuzugänge haben ja schon eine Menge Videos, die man gucken kann. Und wie ich bemerke, kann man auch die alten Videos immer wieder mal gucken, weil dann vergisst man weniger, was drin ist. Und ich habe mich immer stets bemüht, dass die auch einigermaßen okay sind. Aber bevor das Video zu lang wird, höre ich jetzt hier an dieser Stelle auf. Ich will ja jetzt nicht künstlich auf 10 Minuten oder so kommen. Es ist ja so, ich habe hier die Werbung ja abgeschaltet. Falls irgendjemand das irgendwann mal bemerkt hat, ich habe ja keine Werbung mehr hier irgendwo auf YouTube. Ich bin ja nicht mehr bei einem Netzwerk. Mich nervt das, wenn Werbung vorgeschalten wird und das bringt ja auch hier keine Kohle, muss man auch dazu sagen. Dann kann ich euch auch verschonen von der Werbung, weil wegen ein paar Euro, die ich mehr habe, euch alle zu nerven mit Werbung, halte ich für scheiße. Ah ja, apropos Scheiße, das ist eine scheiß Überleitung, gebe ich zu, aber wir haben auch einen Shop jetzt, Get Shirts. Da gibt es die CDs von mir jetzt auch ganz normal online zu kaufen, ohne drauf warten zu müssen, bis ich mal auf eine Post komme. Und außerdem natürlich T-Shirts. Wenn ihr euch irgendwelche Motive wünscht, die jetzt mehr so auf YouTube bezogen sind, schreibt mir das auch bitte unten in den Kommentaren. Ich hoffe nämlich, dass das Ganze so ein bisschen Aufschwung nimmt, ne? Und ansonsten, ja, ihr könnt mir sämtliche Wünsche und Anregungen immer hier hinterlassen. Und die Links sind natürlich wie üblich in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf auf Kawau TV. Und danke nochmal fürs Dabeisein.